herzlich willkommen hier auf MicroHazard TV mit dem Ice Dragon und dem Bio. Und zusammen spielen wir den Landwirtschaftssimulator 15. Ja, wie gesagt, wir sind hier. Ich bin gerade mal clever und schieb die mal einfach hier rüber. Ja, perfekt, ja. Dann brauche ich das nämlich nicht alle einzeln auswählen. Ja, wir sind hier so ein bisschen jetzt gerade so am Müll ausmisten hier. Das, was wir alles eigentlich gar nicht mehr brauchen. So, bitteschön. So, die Palettengabel 720, danke dir. Dann haben wir den Big Buddy, kriegen wir 32.000. Dann kriegen wir den 14.400. Fährst du hier rüber? Jo, ja. Ich muss. Wir könnten auch noch, was ich gesehen habe, was wir verkaufen könnten noch, wäre die Silageballenzange vom Frontlader. Die werden wir auch nicht brauchen aktuell. Naja gut, die bringt auch nichts, wa? Naja, 1650, wenn du sie so verkaufst. Weil die holt jetzt auch nicht extra ran, weil die liegt auf dem Tieflager hinten. Ah. So. Okay. Aber die kannst du theoretisch auch verkaufen. Ja, 1650. So, für den Timberrunner 10.000 und für den Dolly 5.000. So. Das musst du in den Shop-Garage nochmal. Shop-Garage? Okay. Relativ weit hinten, fast ganz hinten. Nein, so weit hinten noch wieder nicht. Aber guck hin, welche Zangen du verkaufst. Ja, warte mal, wir gucken gleich zusammen. Aber die Zangen sind bei mir vorne gewesen. Ne, hier. Die von Lizard. Nicht die, genau, die von Lizard, nicht die von Stoll. Die von Lizard zu verkaufen. Die Lageballenzange für 1650. Genau. Okay. Genau. Ist weg. Gut, okay. Ansonsten ist eigentlich nicht weiter groß. Gut. Oh, ich würde mir so gerne mal so einen MAN-LKW kaufen, ne? Aber, ja. Ja. Ja, für den Milchtruck denn zum Beispiel, weißt du? Für den Milchtruck oder auch für den Tieflader, weißt du? Milch haben wir gar nicht da, ne? Oder sowas. Auf Lager? Mhm. Ja, doch, 34.000 Liter. Das ist auch ordentlich. Jetzt hast du da wieder, ne? Ist auch schon wieder ein bisschen was. Aber das können wir noch ein bisschen laufen lassen einfach. Okay. Obwohl, weil der Anhänger wäre eh schon voll, ne? Passen aber 33.000 rein oder so, ne? Stimmt, ja. Na, dann Verkauf. Naja, muss ich erstmal hinfahren. Achso, hast du keine Lust jetzt oder was? Warte mal, ich muss mal gucken. Erstmal wird noch mal gucken, wie viel da wirklich reinpasst. 30.000 passt sogar bis drin. Hm. Ja, dann fahre ich hin, ist kein Ding, kann ich machen. Musst du nur warten jetzt, deswegen. Ne, ich fahr mit. Dann fahr mit. Ja. Muss die Shopping-Tour noch ganz kurz warten, bis wir die Milch verkauft haben. Mhm. Aber ich fahre dann erstmal nicht zurück. Ich lasse ihn dann erstmal kurz hier stehen beim Shop, dann auf dem Rückweg. Ne? Ja, weil wir brauchen eine Menge Platz gleich. Wir haben wieder Rasen mähen überall. Drei Rasenflächen sind wieder fertig zum Mähen. Rasen mähen. Na, ich brauche wieder Silage unten beim Kuhstall. Ich finde das so super. Ich meine, ich mache ja die ganzen Folgen fertig und so. Mir gehen mittlerweile die ganzen Überschriften aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt Überschriften jetzt nehme. Da hatte ich jetzt den letzten Folgen Rasen sammeln, Rasen verteilen. Ja, bei mir geht hier wirklich schon das, ich habe keine Silage mehr im Kuhstall, ne? Also ich muss mich hier dringend wieder Silage aneignen. Ich habe auch nicht viel Gras hier, wenn ich mal gucke, warte mal, wie viel Gras habe ich denn hier? Gar keins? Ich habe gar keins, das ist toll, ich habe nicht mal Gras hier drin. Oh, das heißt, ich müsste hier nämlich erstmal einen ganzen Haufen Gras rin packen, bevor ich hier dann wieder einmal zur Silage gären lassen kann. Und wir haben nur noch 10.000 Liter Mischration im Futtertrog. Du sag mal, was ist denn eigentlich der Pöttinger? Der Pöttinger MX-5 bei Erntemaschinen. Warte. Bei Erntemaschinen. Pöttinger, das ist ein Häcksler. Und wo hänge ich den ran? An den Trecker. Warum haben wir den noch nicht geholt? Weil der macht doch hier so ein Häckselgut, oder? Dann kannst du Mais häckseln, ja. Hm, gut. Kannst du den Krone aber auch? Ja, der kostet aber 415.000, also ganz ehrlich. Der hat, und der braucht noch ein Schneidwerk extra. Richtig. Aber, boah, der Krone kostet 810 Euro pro Tag, ne? Boah. Ja, siehst du, das ist. Aber die Leistung ist schon ein bisschen übertrieben, so mit 1034 PS, ne? So, wo ist er denn? Da ist er. Wer, ich? Ja. Achso, ich stehe einfach rum. Ich wollte mal kurz gucken, wie der Status ist. Also, da ist noch Mist.
Also Mist scheint noch überall drin zu sein. Wasser habe ich jetzt nicht gecheckt. Kannst du mal gucken, ob da Wasser drin ist? Einfach nur anfangen, ne? Ich kann es dir mal den Wasserwagen schnappen und Wasser nachfüllen, aber da Wasser ist noch überall immer drin. Wenn Mist drin ist, müsste Wasser auch noch drin sein. Sag dir mir nicht an, warum nicht? Ja, musst du aussteigen und hast dich dran gerufen. Das klappt so nicht mit dem Fahrzeug. So, Hänger auswählen, sonst kann ich nicht aufladen. Wasser hat 47%. So, laden wir mal nicht. 1000 Liter. 2000 Liter, die waren nicht schnell, ne? 3000 Liter. Wasser auffüllen, definitiv. Es passen 30.000 rein, würde ich nur mal so erwähnen. Ich bin jetzt bei, 6.000 Liter. Okay, dann hätte ich ja noch schnell mich ums Wasser kümmern. So wenig drin nur noch? Ja, 25% nur noch bei dem Ehen. Achso, ja, und dann füllen wir wieder auf. Auf den Kopf, ja. Mal gleich mal gucken, wie viel Mist, wie hoch der Misthaufen schon wieder ist. Kann ich aber auch gerade mal hier schon nachgucken. Misthaufen war 5.500. Kann ich das denn jetzt einkippen? Was können wir mit der Gülle machen eigentlich? Wo können wir die Gülle loswerden? Weißt du, was ich denke? Nö. Das müssen wir mal gucken. In den nächsten Folgen. Bei der Biogasanlage vielleicht auch? Eigentlich schon, oder? Ich kann kein Wasser auffüllen. Warum auch immer. Gülle. Achso, wir könnten die Gülle natürlich für die Felder benutzen, zum Düngen auch, ne? Ja gut, das ist aber nicht so viel, ne? Nein, ich kann irgendwie kein Wasser auffüllen. Das ist mir zu blöd. Also ich glaube, ohne Dings kannst du das gar nicht verkaufen, ohne Mod wieder. So, 30.000 Liter sind drin. Du kannst kein Wasser auffüllen, dann muss ich das nachher machen. Nimmst du mal bitte den Ballenwagen mit, der da steht? Der da, ja. Ja. Nee, ja schon, der da steht. Der Ballensammelwagen, ja. Ich hoffe, den kannst du anhängen. Ja. Jupp. Nee, weil ich habe ja auf dem Feld da Stroh abgelegt, weißt du? Kann ich dann nachher gleich, kannst du entweder beim Hof abstellen oder beim Shop erstmal, das ist relativ. Ne, gut, dann stelle ich erstmal schnell beim Hof ab. Obwohl du auch so das auf dem Hof wäre, dann sind sehr sinnvoller, ja. Ja, überhol mich ruhig. Ne, bist du ja eh schneller gerade, jetzt ich schon da. Habe ich schon so viel Leistung, war. Trotzdem komme ich den Berg, kaum den Berg hoch, ey. Deswegen hätte ich gerne eine Zugmaschine, weil so mit der MAN-Zugmaschine komme ich hier besser hoch. Ja, aber die Zugmaschine kostet da wirklich mal so, ich sag jetzt 82.000. War 85.000. Also da haben wir nicht, oder was? Nee, das haben wir nicht. Nee, und selbst wenn wir dafür jetzt die Zugmaschine kaufen. Also da die ist dann auch einer der letzten Sachen, die ich kaufen würde wahrscheinlich. Was ich auch noch, gibt's ja auch eine Mod für, was ich auch komisch finde ist, warum haben die Fahrzeuge alle kein Kennzeichen? Das stimmt, ja. Wo sind wir denn hier? In einem No-Name-Land? Oder wo sind wir? Da wollte man einfach das international halten, dass man deswegen keine Kennzeichen reingemacht hat? Gut, da hätte man ja aber auch so eine Auswahlschilder machen können, wie man sich dann so. Ja, man hätte auch einfach nur LS15 draufschreiben können, aber ist egal. Aber einfach so gar keine Kennzeichen. Ja, gut, ist jetzt. Wie du damals meckern auf höchstem Niveau. Aber jetzt nicht unbedingt wichtig, ne? Aber nur so erwähnt. Keine Kennzeichen. So, ich bin jetzt mal eine Mod zu. Aber ich glaube, die muss man mit einem Science-Video einfügen, dann die Kennzeichen. Oder die Models bearbeiten und die Kennzeichen selber einfügen und das ist ein bisschen kompliziert. Ach Gott, 30.000 Liter Milchfalt durch die Küche. Na, die Farbe von dem Holzding da, von dem aufnehmenden Holzmodul, hättest du echt anders wählen können. Das Blau ist echt ein bisschen blöd, ne? Naja. Jetzt hätte man ja mal so in Grün wählen können, so forstmäßig. Ne? Ja, also Grün ist jetzt nicht so meine Farbe. Forst! Mach auf die scheiß Schranke hier. Ist der Schranke nicht auf? Hallo, Schranke? Ah. Ich wollte gerade sagen, du warst gegengefallen in die Schranke. Ich fahre jetzt hier einfach schnell hier rüber, einfach übers Feld.
Fährst du hin? Zu dir. Fährst du im Land? In das Feld. Warum bist du denn so lange gefahren? Du hast dich am Hof abgestellt. Ich habe am Hof abgestellt, ja, weil ich wusste nicht, wo die... Ja, du hast den kürzeren Weg nehmen können hierher. Ja, hätte ich. Hättest du. Hätte, wenn und aber. Wisst du doch. So, jetzt brauchen wir 3 Stunden, um Zeit zu verkaufen. Ja, nicht da, halt, Verkaufsträger. So, und läuft. Schwerer. So, ich gehe mal einen Kaffee holen währenddessen. Ja. Auf und wie geht's so? Auf jeden Fall machen wir hier auf jeden Fall noch weiter. Also, wir haben ja noch lange nicht alles gezeigt. Nein. Ich weiß gar nicht, wo wir hier unseren Punkt setzen, wo wir dann wirklich sagen, denn jetzt ist es zu Ende. Ja, keine Ahnung. Wir alle Felder haben. Naja, nee, also das ist schon ein bisschen übertrieben, denn alle Felder. Was ist denn da übertrieben? Ich bitte dich. Ey, da wird es ja ein Projekt, was noch in 2 Jahren hier gültig ist. Du kannst übrigens hinten an der Füllstandsanzeige gucken, wie voll der noch ist, ja? Hinten ist so ein Glasröhrchen hinten dran, so ein großes. Ist für alle? Nee, ist noch nicht alle. Bei mir ist alle. Unten ist noch was. Bei der Farbe schlecht zu sehen, bei dem Blau des Erhängers. Mhm. Hatte bei mir auch eher. Ich habe meinen übrigens in Silber gekauft, also silbergrau. Ach, da bewegt sich was, ja. Gleich leer. 700.000 Liter. Juhu! So. Gut, dann geht's jetzt aber zum Shop. Zum Shop, genau. So, und wie viel hat's gut gebracht, der Kack hier? 283.000 haben wir jetzt. Und wie viel hat die Milch gebracht, so in etwa? Ja, wir hatten 259.000 meiner Meinung nach. So, 24. Oh ja, geht ja. Man muss schon sagen, ist okay, weil es ist ja eigentlich nur ein Nebenprodukt, die Milch. Es ist nur ein Nebenprodukt, genau. Und klar, aber du musst halt einen Haufen, einfach einen guten Haufen Zeit, musst du eigentlich, so viel Zeit ist es gar nicht zu investieren, ne? Und wenn alle Futtertröge alles voll ist, reicht das für 6 Tage alles. Hm. Und wenn du wirklich so wie wir gerade auf Echtzeit spielst, hält das echt ewig. Das stimmt, ja. Dann auf Echtzeit wäre es ja wirklich 6 volle Tage. Ne? Wirklich? Ja. Echtzeit ist ja Echtzeit, also ja, 24 ja. Stunden ein Spieltag. Und die Anzeige, die er macht, sind 6 Spieltage halt. Ja gut, ab und zu machen wir ja doch schon mal mehr. Ja, einfach wegen den Feldern. Aber wenn man noch mehr Felder hat, irgendwann dann macht man weniger oft hoch nach dem Motto. Mhm. So, dann. Ja, der Bio hält direkt mal Abstand beim Fahren, ist ja Wahnsinn. Was mache ich? Du hast direkt mal Abstand gehalten beim Fahren, so ich parke den mal hier vorne. Bin einfach mal so ein dreister Parker und blockiere einfach mal 4 Parkplätze. So. So wie die Berliner halt drauf sind. So wie die Berliner halt drauf sind, genau sieht's aus. So, stell dich mal nicht da hinten hin, da ist Ablagefläche immer für neue Sachen, wisst ihr doch. Kommt man hier eigentlich rein? Nö. Ja. Nee. Wie kommt man hier rein? Man kann hier nicht reingehen? Nee. Das wollte ich gerade mal testen, weil man ja in den 2013 da reingehen konnte. Hier geht das nicht? Nee, wirklich nicht. Das ist ein Kack, ich will hier rein, mach mich rein. Also ich habe einen falschen Eingang. Guck mal, ob der von der anderen Seite. Ja, da ist gar nichts. Nö, kommt man nicht ins Gebäude ran. Das, ich klopf an die Tür. Roms. Scheiße. Lass uns draußen im Regen stehen. Ja gut, regnet gerade nicht, aber. Wie haben die da oben auf die obere Etage den Trecker raufgekriegt? Naja, wahrscheinlich mit einem Kran oder so. Den scheiß Trecker. Ja. Das ist meiner, ne? Den ich hab. Nee, oder? Doch, könnte. Nee, der hat vorne keine Aufhängung. Der ist noch ein höherer. Das müsste hier der andere sein, der. Nicht der Smart Trex. Der T9 ist der letzte. Der letzte von New Holland. Genau, der nämlich doch dieses Gelenk drin hat. Genau. Genau. Ja, aber gut, den wollen wir eh nicht kaufen, von daher. Nö. Dass wir das vorhaben. Wollen shoppen. Wir nicht. Aber mit dem Shoppen machen wir in der nächsten Folge. Boah. Okay, na gut. Wir halten es spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Bis dahin sagen wir ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.